Willkommen zur Bundesliga-Prognose Hoffenheim-Wolfsburg. Mit dabei der Pasche. Der Pasche ist da. Ja, er spielt Hoffenheim. Ich Wolfsburg. Genau. Richtig, und ich glaube, wir hatten gerade eben Regen gehabt. Leider habe ich gefällt, zum Glück. Ja, zum Glück. Und jetzt willst du überhaupt, wir haben keinen Regen. Richtig. Darf ich tippen? Ja, Mann, ich wusste zum ersten Mal nicht anfangen zu tippen, glaube ich. Yay. Ja. Hoffenheim-Wolfsburg. Nee. Ich würde sagen, boah. Ich glaube, wenn Wolfsburg ohne Malander spielt, dann gewinnen die. nee, also ich glaube, ist schwierig. Wenn Lord Bentner spielt, dann wird Hoffenheim erst recht. Ist gar nicht so unwahrscheinlich. Zerfickt werden? Nein, Spaß. Ich sag jetzt einfach mal, dass Wolfsburg 2-1 gewinnt. What? What the fuck? Was war das denn? Okay, mein Tipp. Ich würde sagen, Hoffenheim gewinnt 2-0. Okay. Glaube ich. Bentner macht zwar eigentlich. Die sind eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich, aber. Beide Mannschaften sind eigentlich gut, finde ich. Aber richtig. Wolfsburg, weiß ich, denen fehlt ab und zu mal irgendwie was vorne. Vielleicht. Ja. Muss der Bentner regeln. Richtig. Und ja, Malander hat halt immer sein Pech bis jetzt. Ja. Zwei Spiele und 200%ige vergeben. Da, so muss das. Aber es ist, oh verdammt, ich ruf wenigstens kann man nicht nein behaupten, dass es schlechter als Gomme ist. Nein, jetzt ruft mich wer am Handy an und ich muss da ran. Okay, ja, scheiße. Ich mach Pause. So, weiter geht's. Ey, heute läuft gar nichts gerade irgendwie. Irgendwie. Ja, gerade eben konnte Richie mich nicht einladen, dann richtig, eigentlich wollte ich Hoffenheim spielen, aber dann ist ihm der Controller aus der Hand gefallen. Ja. Und jetzt kam gerade so ein Business-Anruf von ja, mein Sponsor. Einfach. Nein. Dein Sponsor. Aber trotzdem ein wichtiger Anruf, da muss ich leider ran, tut mir leid. Aber geht ja trotzdem weiter hier. Wenn Ulrich den Ball mitnehmen würde. Muss ein Castells spielen! Oh, oder zu langsame Reaktion, ne? Ich will Castells spielen, weil Tim Wiese. Nein, weil Tim Wiese. Baumann noch nicht hier gedämpft wird. Richtig, und deswegen spielt Tietzresch auch noch auf der Rechtsverteidigerposition, richtig? Richtig. Oh, Grün! Der auch nicht wirklich. Der ein bisschen Glück hatte gegen Frankfurt. Alles gemacht von Sebastian Rudi, der ja auch für Deutschland gespielt hat gegen Argentinien. Richtig. Jetzt Beck, der hat auch schon letzte Woche als Linksverteidiger gespielt gegen Werder Bremen. Nicht letzte Woche, sondern vor zwei Wochen. Weil richtig, Länderspielpause. 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 Länderspielerpause. Und ja. Schimmer von Ulic. Virinha. Virinha. Jetzt ist er bei weg. Der Kopfball. Roberto Firmino. Auch meiner Meinung nach ein sehr guter Spieler, den Hoffenheim damals geholt hat. Der hat in der letzten Saison viel Vorlagen und viel Tor gemacht, muss man sagen. Ja. Sagen wir so, beides über 10, glaube ich. Finde ich auch gut, dass sie ihn noch halten können, weil richtig. Es sind wahrscheinlich sehr, sehr viele andere. Grün. Weil wer will so einen Spieler nicht haben, so einen spielfreudigen Brasilianer. Hofft, der wird vielleicht auch irgendwann mal für die Nationalmannschaft nominiert, wenn er nicht schon nominiert wurde, ich weiß es gerade nicht genau. Aber es könnte Angelegenheit enden. Aber wer weiß, vielleicht ist er ja bei der WM 2018 dabei. Ja, vielleicht. Sogar es sei denn, die Russen bomben vorher alles weg. Ja. Das kann natürlich auch sein. Ja. Ich mag das. Keine EM 2024 hinbekommen. Ich habe jetzt zwar nicht irgendwas gegen Russen, aber. Ja, aber oder allgemein, was da so. Zumindest das, was da gerade abgeht, ist jetzt nicht so. Ja. Auch Israel und so weiter ist nicht cool. Richtig. Da. Ja, das hängt gerade irgendwie ein bisschen vom Thema ab. Ja, ein wenig. Wegen mir. Fußball und Krieg. Ich entschuldige mich jetzt. Entschuldigung, komm Zuschauer. Weg. Gerade läuft hier nicht wirklich was zusammen. Nee, das einzig spannende bisschen ja der Anruf. Nice Ball von Grün. Heimerot. Ganz normal. Volland. Ah, oh, schade. So eine Grätsche. Ja, bei beiden läuft man nichts nach vorne. Ja. Oh, und dann mal so ein Schuss von Kenji, glaube ich. Genau, bei uns beiden fehlen halt einfach, weil noch nichts geupdatet wurde, fehlen einfach die beiden Stürmer. Bei mir fehlt Schorloy und bei ihm fehlt halt der Lauch. Boah, Shiplock jetzt aber schön. Pass, hoffentlich. Ja, schade. Firmino kommt da nicht mehr ganz ran.
Abraham, guter Kopfball. Oh, schlechter Pass von Volland. Oh, oh, jetzt könnte es schnell gehen bei Wolfsburg. Aber ja, tolle Grätsche. Schlechter Pass. Aha. Die ganzen Fehlpässe dominieren, glaube ich, eher gerade das Spiel. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Viele, viele Fehlpässe. So ein bisschen das Tempo. Oh, aus dem da Spiel ist Virginia. Da muss er doch rüberspielen. Kassiert. Schöne Parade. Hält auch nicht jeder. Da muss er doch rüberspielen, der Virginia. Stark von Elio Nussi. Jetzt hat er Platz drauf außen und wird dann ja gefoult halt. Aber der Ball ist noch im Spiel. Jetzt wenn Shiplock komm, machet. Shiplock und dann die Flanke ist zu schlecht. Aber soll man von einem Stürmer erwarten, der dann einfach nach außen geht und die Flanke macht. Richtig. De Bruyne. Oh, die könnte gut werden. Ulrich ist zu klein. Schon das zweite oder dritte Mal aufgefallen. Halbzeit! 0-0. 0-0. Ziemlich ausgeglichene Partie, aber wie du auch schon vorhin gesagt hast, viele Fehlpässe. Richtig. Und auch nicht wirklich viele Chancen. Ja, man sieht hier perfekt ausgeglichen. 3 zu 3, also jeder 3 Schüsse, 3, ein auf Tor und davon 50% haben auch noch Ballbesitz. Ja. Also besser, kann man, besser kann man es sich ausgleichen. Ja. Würde eigentlich noch so eine Pass, hier Pass-Pass-Statistik wäre noch ganz hilfreich. Hinten fehlt jetzt Trash. Ach, und da ist doch im Abseits, oder? Ja, scheiße. Ja, Abseits. Entweder war jetzt irgendwie. Ich glaube Shiplock, ja. Ja. Ja, leider. Ach, schade. Ich wollte den eigentlich unten durchspielen, weil der war ja noch nicht im Abseits, ey, Lissi. Ja, aber da habe ich richtig zu lasch drauf gedrückt. Mino, schöne Übersicht hier. Bringt auch den Back wieder ins Spiel, aber das ging jetzt leider nicht ganz gut. Muss Back hinten aufpassen. Oh, da also sieht aber ein bisschen aus, als wäre er im Kindergarten. Trash mit der Flanke und da ist Olic! Olic! Olic mit dem richtig fetten Tor. Alter, der hat doch schon in den WM-Prognosen gegen Brasilien damals oder gegen Kamerun. Fallrückzieher, so richtig, ne? Ja, so ein Fallrückzieher. So ein Tor, Alter. Kassel sieht da ganz schwach aus, aber wie Olic das macht, das natürlich. Zauberfußball. Alter Vater. Okay, Kassel hat voll verkackt, aber das Tor. Das schon. Das Tor muss er auf seine Kappe nehmen, aber ist doch nice gemacht. Ja, den muss man auch erstmal so reinbekommen und dann noch genau so, wie Ulrich es gemacht hat. Ja, Hoffenheim unter Druck jetzt. Wenn ah, man einmal einen Fehler, dann geht Beck nicht. Hey, eben beim Tor nicht richtig rangegangen, Beck. Habe ich ja gesagt, ist schon Kindergarten-Style. Hat er immer ein bisschen komisch rumgestochert, hat nicht geklappt und dann die Flanke, die war halt perfekt und dann hat sie jetzt halt voll vergeigt. Individuell hier Absprachefehler. Ja. Jetzt der Ball noch nicht im Raum. Ball war nicht im Aus. Eventuell jetzt dasselbe auf der anderen Seite. Nein, ey, nein. Schade, aber der macht auch ein sehr gutes Spiel. Hat sich gerade eben gegen zwei Leute, glaube ich, durchgesetzt beim Kopfball. Ja, und der ist ja auch nicht so groß, eher klein. Gelbe außen, Caligiuri. Jetzt langsam ein Spiel. Die wissen jetzt. Ich glaube, das 1-0 baut die sogar noch ein bisschen mehr auf und ja, so wie Hoffenheim unter Druck steht gerade. Weil hier. Aber die können sich auch eher wieder befreien. Wenn die vielleicht ein 1 einschießen, dann wäre da wieder alles wieder offen. Aber vier Pässe sind auf Hoffenheimer Sicht immer noch da. Sind aber bei Wolfsburg auch nicht anders. Ja, sie haben sich schon langsam ein bisschen reguliert. Er hat den Vorteil mit dem Tor. Ja, und jetzt könnte Volland hier mal ein bisschen Tempo machen. Schade, kommt er nicht ganz ran. Weiter Ball auf Olic. Ah, dann Grätsche, ist er wieder die, so also die Grätsche sind auch schwach. Auch die Verteidiger sind heute in dem Spiel meiner Meinung nach gar nicht so schwach. Richtig, auf beiden Seiten. Ja, sehr stark gegrätschen oft. Fahr von, Wolfsburg. Ja, richtig. So, jetzt Beck. Vielleicht durch den Standard von Gustavo was Ball reinbringen. Er ist noch nicht im Aus, noch nicht. Oh. Da hauen sie sich gegenseitig den Ball in die Fresse. Ja. Das wäre ärgerlich, wenn jetzt so ein Tor passiert und dann. Ja. Reaktionsschwach da hinten. Oh, Naldo macht nix. Und Grün hält mit der Hand. Parade.
sehr, sehr stark. Polanski hat das sehr stark gemacht, kann man nochmal sehen. Nailo irgendwie irritiert, ja. Sich da durchsetzt und dann, ja gut. Oh, da hätte man aber vielleicht Elfmeter geben können. Geht schon nicht bei Nummer 2 rein. Jetzt Volland. Der sieht nicht schlecht aus, aber kommt da nicht ran. Rudi. Dark. Elionussi. Das Shiplock. Oh, nein. Klappt aber. Shiplock, schade. Aber es wird jetzt langsam eine richtig geile Partie. Ich sehe zum Ende hin. Das ist jetzt nochmal spannend. Hoffenheim drückt jetzt auch wieder. Die wollen jetzt unbedingt den Ausgleich haben. Aber Wolfsburg. Ja, die machen hinten trotzdem noch ganz gute Defensivarbeiten. Aber. Ach, schade. Jetzt fast eine gute Chance geben können. Mit Hoffenheim sich den Ball da ziemlich gut nach vorne. Aber. Ha, so, die letzten Pässe sind nicht so stark. Oh. Die letzten Pässe sind halt nicht so stark bei Hoffenheim. Die laufen noch nicht so ganz, wie sie sollen. Jetzt vielleicht Beck, eine tolle Flanke wäre jetzt hilfreich. Ah, Rudi ist auch noch da. Rudi? Nein! Schön gemacht von Robin Knoche. Ich bin in den Weg gestellt noch. Kurz vorm Abschluss. Ich glaube, das wäre dann ziemlich gefälscht gewesen. Für ja. Max Grün. Der ja immer noch im Tor ist wegen dem verletzten Benaglio. Muss man noch dazu anmerken. Jetzt komm, vielleicht noch mal eine Ecke, weil wieder komische Sachen rein. Ja. So, Elionussi, jetzt der Ball sieht. Oh, aber das Nalo. Ups. Doppelkopfvolles Gefühl, Stimmelius. So. Polanski macht das auch wieder sehr gut. Gefällt mir auch in dem Spiel bis jetzt sehr. Oh, da gibt's das Foul. Und jetzt gibt's auch den Freistoß. Gibt's auch noch den Freistoß, ja. Und gelb für Gustavo. So, vielleicht. Ja, das geht nicht verdient. Mal gucken, wie das mit der Entfernung aussieht. Wie sind das? 29 Meter. Foul. Volland. Ah, jetzt habe ich Saliovic gar nicht mehr. Das wäre natürlich jetzt perfekt gewesen, ne? Ja. Ich glaube, ich wage das jetzt einfach. Oder Arago von der Position wäre auch gut gewesen, aber ist ja nicht mehr der Bundesliga. So, Volland, Kevin. Oh, in die Mauer. Toll. In die Mauer. Aber Fehlpass von Naldo. Der stark gemacht von Volland. Jetzt vielleicht. Huch. Und es müsste abschließen. Was? Ja. Oh. Wie auch immer es da jetzt eine Ecke gab. Aber Tarik Elionussi. Oh, der Ball kommt ziemlich nach vorne. Wieder Max Grün bleibt da auf der Linie. Jetzt Volland. Nein. Knapp drüber. Oh, schade. Wäre ein sehr schönes Tor gewesen mit dem Außenriss. Oh ja. Dieser Zack. Aber leider nicht in den Winkel rein. Jetzt wird's eng für Hoffenheim. Sehr, sehr dominiert gerade hier auf Weimar. Man sieht hier 10 zu 4 Chancen. Es wird sehr eng für Hoffenheim. Ach ja, für eine Zeit her. Ja, klar, klar. 5 Minuten gibt's aber oben drauf. Eieiei. Könnte jetzt eigentlich Hoffenheim nur in die Karten spielen. Außer, oder? Was für ein Konzert? Jetzt dadurch ein Tor. Nein, jetzt verspielt sich Wolfsburg das wieder alles. Ey, Wolfsburg? Wollte ich gerade sagen. Nein, oh, schon dann verdrückt ich mich schon wieder. Nein. Läuft die Zeit natürlich weg für Hoffenheim. Jetzt müssten sie eigentlich nochmal schnell einen Angriff bekommen. Und das war's. Ende. Am Ende zum Ende hin vielleicht leicht unverdient, dass Wolfsburg die Einzelne macht, aber das Tor, das da. Das nennt man Effizienz. Oh ja. Aber das Tor war sehr schön für Ulrich. Sagen. Ja. Ja. Nicht so zu sagen. Ich auch nicht. Schaut bei den anderen Prognosen vorbei. Das war's hier. Haut rein. Ciao. Ciao.